meine Damen und Herren. Ich bedanke mich noch einmal für die ausführliche Einführung. Und zu meiner Person ist ja eigentlich schon alles gesagt. Und freue mich, dass ich heute hier nach einigen Irrungen und Wirrungen, die ich der Deutschen Bundesbahn zu verdanken habe, dann doch glücklich in Karlsruhe gelandet bin und heute zu Ihnen sprechen darf. Ja, Populismus, Rechtspopulismus. Jeder glaubt zu wissen, was das eigentlich ist. Und jeder, mit dem ich so spreche, glaubt, dass das was ganz Schlechtes ist. So, dann wollen wir doch erstmal schauen, was hinter diesem Phänomen eigentlich steht. Es ist ja schon gesagt worden, Populismus ist überhaupt nicht neu. Das ist ein Phänomen, was eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem erstmalig, also wenn wir von Russland absehen, in den USA aufgetreten ist und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa Fuß gefasst hat. Die Karriere dieses Populismusbegriffs begann vor etwa 20 Jahren und zwar interessanterweise und eigentlich auch gut zu erklären, mit dem Ende der Systemauseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. Der Begriff ist, da sage ich Ihnen nichts Neues, in der Öffentlichkeit negativ und polemisch besetzt. Aber auch die Betroffenen selbst, beispielsweise der französische Linkspolitiker oder Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, lehnen den Begriff als Schimpfwort und als Phantom der Eliten ab. So, aber er steht nun mal im Raum und er wird benutzt. Erstens, Populismus bezeichnet eine Form von Protesthandeln, und zwar sowohl rechts als auch links des politischen Spektrums, von Protesthandeln, das mit den politischen Kategorien des 20. Jahrhunderts, so wie ich es verstehe, also beispielsweise mit Sozialismus oder Faschismus oder Konservatismus, nicht oder nur sehr unzureichend erfasst werden kann. Das liegt an Folgendem. Populismus hat im Grunde überhaupt keine Ideologie. Man spricht da auch in der Ideologietheorie von einer dünnen Ideologie, also es gibt nur ein paar sozusagen immer wiederkehrende Momente, die sich wiederfinden lassen. Viel wichtiger ist im Populismus eine moralische Sicht auf die politischen und sozialen Verhältnisse, eine personalisierende Sicht und vor allem eine vergangenheitsorientierte Sicht. Zurück zu einer besseren Zeit. Dieses goldene Zeitalter, zu dem eigentlich alle Populisten immer gestrebt haben, liegt für europäische Populisten in den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist sozusagen die Phase oder der rheinische Kapitalismus, wie er häufig auch genannt wird, der angestrebt wird, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens herrschte damals Vollbeschäftigung. Es waren ja die Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Zweitens hatte die große Mehrheit der Bevölkerung eine Zukunftsperspektive, was viele meinen, heute eben nicht mehr zu haben. Und drittens dieses individualistische Gewinnstreben, was wir seit Beginn der neoliberalen Hegemonie ja häufig festgestellt haben und auch kritisieren. Also dieses Gewinnstreben war damals noch durch die Orientierung auf das, was das Gemeinwohl genannt wird, gezähmt. Sehr unterschiedliche Politiker, Linke wie auch Rechte, ich nenne hier nur den bereits erwähnten Jean-Luc Mélenchon, also wird als Linkspopulist eigentlich bezeichnet in Frankreich, auf der einen Seite, und der konservative AfD-Politiker Alexander Gauland, also diese beiden unterschiedlichen und andere, um nur jetzt die Namen zu nennen, propagieren die Besinnung auf das Gemeinwohl und die Rückkehr zum Gemeinwohl. Le bien commun, das
sei also unter neoliberalem Vorzeichen und unter dem Aspekt der Globalisierung sträflich vernachlässigt worden. In Europa erscheint der Populismus vorwiegend als rechtes Phänomen und besetzt den politischen Raum zwischen dem bürgerlichen Mainstream, also das sind die großen konservativen Volksparteien, zwischen diesem bürgerlichen Mainstream und dem Rechtsextremismus, ist aber nicht mit diesem gleichzusetzen. Und da werden einige schon Widerspruch einlegen und sagen, nein, das ist Rechtsextremismus tout court. Der Meinung bin ich nicht und werde versuchen, das auch gleich noch zu begründen. Die Gefahr, die vom Rechtspopulismus ausgeht, ist durchaus zu Ende gedacht, wenn man davon ausgeht, dass er an die Macht gelangen könnte, eine Form von Autoritarismus durch Abbau und Unterminierung rechtsstaatlicher Strukturen, deutlich etwa unter Silvio Berlusconi in Italien und in Ungarn unter Viktor Orban. Im Unterschied zur alten konservativen und rechtsextremen Rechten ist der Rechtspopulismus ein relativ neues Phänomen. Die erste größere Welle rechtspopulistischer Parteigründungen fand in den 1970er Jahren statt, zu denen in den 1990er Jahren dann weitere hinzugekommen sind. Nach dem Ende der politischen Großerzählung des 20. Jahrhunderts, also der großen Ideologien, ist Rechtspopulismus ein Phänomen, was er mit anderen politischen Strömungen durchaus teilt, nämlich er hat keine totalisierende Ideologie mehr, er verfolgt Ziele in mittlerer Reichweite und stärkt vor allem einzelne Kandidaten, Personen bis hin zu dem, was man also Führer auch nennen könnte. Populismus ist immer ein kontextgebundenes Phänomen. Es gedeiht eigentlich nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, eines bestimmten Kontextes, das unter wechselnden Handlungsbedingungen auftritt, aber in dem sich doch ein roter Faden feststellen lässt, nämlich der Widerstand gegen identitätsbedrohende Modernisierungsschübe. Das ist sozusagen das, was Populismus seit seinen Anfängen in Europa, also seit dem Pujadismus in Frankreich in den 50er Jahren etwa, doch ausgelöst hat und das im Zentrum dieses Widerstandes gestanden hat. Populismus ist gezeichnet oder geprägt von einer ausgesprochenen Wendigkeit, Flexibilität oder auch Liquidität, wenn Sie so wollen, weil es ihm nicht so sehr auf bestimmte programmatische Aussagen, die er aus einer Ideologie ableitet, ankommt, sondern vor allem auf eine Polarisierung, auf die Polarisierung zwischen wir und den anderen, zwischen den Guten und den Bösen und zwischen oben und unten und zwischen innen und außen. Also es sind unterschiedliche Ebenen, aber mit deutlicher Freund-Feind-Konstellation, wir und die anderen. Polarisierung ist eine politische Machtstrategie und viel mehr als eine bloße Technik oder eine Kommunikationsstil. Häufig wird Populismus ja reduziert auf einen Kommunikationsstil. Wie treten die auf? Wie ticken die? Wie reden die? Ja, die sind ja so schrecklich vulgär und so weiter. Das ist ein Randphänomen. Das betrifft eigentlich Populismus im Kern gar nicht. Der Kern beruht vielmehr auf einer manichäischen Realitätswahrnehmung, die die Welt in Gut und Böse einteilt, in moralische Überlegenheit und moralische Minderwertigkeit oder Defizienz. Wie ich schon sagte, beruht das Alleinstellungsmerkmal von Populismus
weder auf programmatischen Aussagen noch auf stilistischen, sondern auf der ideologischen Ebene, von inhaltlich variablen Identitätsdiskursen. Es geht vor allem um das Phänomen der Identität. Wer sind wir, woher kommen wir und wohin gehen wir? Und Populisten geben auf diese Frage eben, wie ich schon sagte, eine vergangenheitsorientierte Antwort. Sie sagen, wir sind entweder das Volk, das niedere Volk, oder eben eine ethnokulturelle Gemeinschaft. Und wir wollen zurück zu einer Gesellschaft, in der diese Konstellationen noch die Grundlagen des gesellschaftlichen Aufbaus gebildet haben, die dann im Zuge des Neoliberalismus vor allem durch Individualismus, Gewinnstreben und Globalisierung in Frage gestellt worden ist. So, Rechtspopulismus ist, da er nun einmal polarisiert zwischen unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen, ist er immer exkludierend, er schließt etwas aus. So beispielsweise fordert er durchaus politische Teilhaberechte, er fordert unter Umständen auch, aber das ist schon von Fall zu Fall unterschiedlich, sozialstaatliche Maßnahmen, aber nur für die autochthone Bevölkerung, gemäß den Slogans das eigene Volk zuerst oder die Franzosen zuerst. Das sind bekannte Slogans gewesen, das könnte man genauso gut auch für Deutschland sagen. Diese nationale Präferenz, und damit sind wir ja auch beim Rahmenthemen dieser Veranstaltung, nationale Präferenz lautet das Schlüsselwort, das Stichwort, mit dem der Identitätspopulismus in Westeuropa Immigranten oder Asylsuchende in Mittelosteuropa, vor allem in Ungarn, aber ganz andere Menschen exkludiert oder ausschließt, nämlich ethnische Minderheiten, vor allem Roma, Sinti und so weiter. Das Grundmerkmal der Exklusion zeigt sich bei allen rechtspopulistischen Parteien, auch wenn sie auf programmatischer Ebene äußerst heterogen sind. Ich komme darauf noch zu sprechen und werde Ihnen vorführen, dass es im Grunde kaum eine populistische Bewegung gibt, die ganz ähnlich wie eine andere ist, sondern alle haben ihre großen Unterschiede und nationalen Traditionen. Rechtspopulismus ist aber auch ein Phänomen einer jüngeren Generation, in der zum Beispiel soziale Kämpfe, Klassenkämpfe gar, dieses Wort darf man ja heute gar nicht mehr in den Mund nehmen, in den Hintergrund getreten sind zugunsten kultureller Themen des Identitätsdiskurses. Das ist vor allem Kampf der Kulturen, ist ein bekanntes Schlagwort von Samuel P. Huntington und so weiter. Die These lautet, Konflikte finden nicht mehr zwischen einzelnen Nationen, sondern zwischen Kulturen statt. Soziale Konflikte werden ebenfalls kulturalistisch umgedeutet in kulturelle Differenzen aufgelöst. So, nun komme ich zu einem zweiten Aspekt, sozusagen zu einem Überblick, was es da eigentlich so an Typen von Rechtspopulismus gibt. Ich spreche immer von Europa jetzt. Ich sagte schon bereits, das ist kein homogenes Phänomen und man darf einfach nicht dieser berühmten Rosinenpickerei jetzt anheimfallen, die ja beim Brexit jetzt eine Rolle spielt. Angeblich wollen die Briten ja Rosinen picken, aber das soll ihnen verboten werden. Dagegen sind wir. So, also, was ich sagen will ist, man kann in Europa etwa drei Typen unterscheiden.
Oder sagen wir so, nein, ich setze nochmal an, zwei Typen, einen ethnonationalistischen und einen nationalliberalen Grundtyp. Dass dieser ethnonationalistische Grundtyp stärker in Osteuropa vertreten ist, also in Mittelosteuropa, ist eine andere Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, aber das heißt beileibe nicht, dass er nicht auch in Westeuropa vorhanden wäre. Protagonist ist ja geradezu der Front National in Frankreich. Also, rechtspopulistische Vorstöße hat es schon seit den 50er Jahren gegeben. Sie sind dann immer in Wellen aufgetreten und dann meistens durch sogenannte ein Thema oder ein Punktparteien, Single-Issue-Parteien, die dann nur ein bestimmtes Thema in den Vordergrund gestellt haben, beispielsweise die europäische Integration. Das hat sich inzwischen geändert, aber seit diese Vorstöße eben stattgefunden haben, sind sie sowohl aus dem konservativen Lager wie auch aus dem liberalen Lager in Deutschland hervorgegangen. Man denke nur daran, an ehemalige FDP-Mitglieder, die ja auch Schritte in diese Richtung unternommen haben. Kommen wir jetzt zum ethnonationalistischen Typ. Das Grundmerkmal oder die Gemeinsamkeit dieses Typus ist der Ethnonationalismus, das heißt, das Volk, zunächst gefasst als Staatsvolk, als Gesamtheit aller Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Staates, wird als ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft verstanden oder als Ethnos. Das ist vor allem bei den rechten Varianten des Rechtspopulismus der Fall. Ich nannte schon den Front National und sozusagen seinen kleinen Bruder, den Vlaams Belang in Belgien bzw. in Flandern, die FPÖ und ja, einige andere. So, kommen wir jetzt mal kurz zu Ungarn, weil dies doch immer als sozusagen als Minitekel an die Wand gestellt wird. So wird es kommen, wenn Rechtspopulismus weiter Erfolg hat. Ich bin nicht davon überzeugt, weil, was vielfach nicht bekannt ist, Ungarn eine sehr spezielle Geschichte gehabt hat, auch innerhalb der Länder Ost-Mitteleuropas, also der ehemals kommunistisch dominierten Länder, ist es trotzdem auch innerhalb dieses Spektrums eine Ausnahme, was mit der traumatischen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg zu tun hat. Der ungarische Rechtspopulismus, neben dem übrigens eine sehr erfolgreiche und auch vergleichsweise starke rechtsextreme Partei, die Jobbik, steht, also das darf man auch nicht verwechseln, diesen ungarischen Rechtspopulismus würde ich zur harten Variante des ethnonationalistischen Typus rechnen, das heißt, er bedroht den Verfassungsrahmen und greift fundamentale rechtsstaatliche Prinzipien an. Zu diesen Besonderheiten des ungarischen Rechtspopulismus gehört ein starker historischer Rückwärtsbezug. Ich zitiere jetzt einen ungarischen Autor, der geschrieben hat, eine sehr eigentümliche, völlig veraltete und doch hartnäckige Angst, die ihren Ursprung in den 1920er Jahren hat. So etwas muss man wissen, weil dieses historische Langzeitgedächtnis einem in Ungarn ja immer wieder aufgerufen wird, um die Politik Orbáns zu befestigen und zu unterstützen. Also, das ist die Zeit, als nach dem Ersten Weltkrieg in den Folgeverträgen von Trianon also erstmal das österreichische K&K-Regime zerschlagen wurde und Ungarn speziell rund 2,4 Millionen Menschen verlor, die aus dem Territorium ausscheiden mussten. Also viele Magyaren, ethnische und sprachliche Magyaren, leben seither in Nachbarländern, mehrheitlich in Rumänien. Und sie haben einen Großteil ihrer Gebiete verloren. Also das ist schon eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen, die
während der Zeit der kommunistischen Herrschaft sozusagen nur unter den Teppich gekehrt wurde, unter dem Deckel gehalten wurde. Aber wie man sieht, ist es nicht so bearbeitet worden, geschichtskulturell bearbeitet worden, dass dieses Trauma sozusagen verschwunden wäre. Im Gegenteil, es ist nach wie vor da. Diese spezielle Ausgangslage ist eine der Hauptursachen für die Brisanz der nationalen Frage in Ungarn. So, lassen Sie mich noch kurz ein Wort zu der Entwicklung dieses Phänomens in Ungarn sagen. Seit 2010 regiert bekanntlich Viktor Orban und wird auf der Ebene der Europäischen Union, ist er ein Mitglied der christlich-konservativen Fraktion der Europäischen Volksparteien, der EVP. Das hat ihn bisher bewahrt, als rechtsradikal oder als rechtspopulistisch mit den Merkmalen Ethnonationalismus, Autoritarismus, Angriffe auf den Rechtsstaat und eben Populismus ausgegrenzt zu werden. Ist da so eine gewisse Zwiespältigkeit auch in der Wahrnehmung auf EU-Ebene. So zum Beispiel bezeichnet ein ungarischer Autor, der durchaus nicht als rechts gilt, die Fidesz, die Partei dieses Viktor Orban, lediglich als Mitte-Rechtspartei. Von Rechtspopulismus ist da nicht die Rede. Diese Fidesz war in den späten 80er Jahren als liberale Partei gegründet worden und entwickelte sich dann unter dem Vorsitz von Viktor Orban zu einer ethno-nationalistischen Partei, die eine nationale Revolution propagiert und Irredentismus, das heißt die Irredenta, die unerlösten Gebiete, die uns Ungarn abgenommen worden sind nach dem Ersten Weltkrieg, sollen wieder in ein großungarisches Reich inkorporiert werden. Also nationale Revolution im Namen von Arbeit, Familie, Ordnung, Gesundheit und eben auf der anderen Seite die Mobilisierung des ungarischen Nationalismus und immer wieder die Beschwörung des sogenannten Friedensdiktats von Trianon. Also Trianon war so ein Vorort von Paris, wo diese Verträge damals ausgehandelt wurden. Daneben, neben diesem sehr harten Kern, gibt es auch ethno-regionalistische Parteien und Bewegungen, die nicht auf nationaler Ebene auftreten und auch eigentlich gar nicht einen Nationalismus propagieren, sondern einen Regionalismus. Wobei man natürlich sagen kann, gut, die sind für in ihren, nicht immer, aber zeitweise waren sie für einen Separatismus, also die Abtrennung aus dem Staatsgebilde und hätten dann natürlich einen eigenen Staat gegründet und insofern hätte man von Nationalismus sprechen können. Das sind sie aber nicht, sondern sie kämpfen jetzt erstmal nur für die Autonomie ihrer Region. Und das sind vor allem, diesen ethno-regionalistischen Parteien gehören vor allem in Italien, die Lega Nord, wie der Name schon sagt, ein norditalienisches oder genauer gesagt ein nordöstliches Gebilde und der Flams Belang, der sich früher mal Flams Block genannt hat, dann wurde er verboten, musste sich einen neuen Namen zulegen und heißt jetzt Flams Belang, also die flämischen Belange. So. Man kann, das ist meine These, solche regionalistischen Bewegungen nicht verstehen, wenn man nicht die Spaltung ihrer Länder in sehr unterschiedlich prosperierende Landesteile berücksichtigt. Es wäre aber einseitig, diese regionalistischen Protestparteien nur als Ausdruck von Wohlstandschauvinismus zu verstehen. Vielmehr also geht der heute etwas verblassende Erfolg des Flams Belang und auch der Lega Nord auf viel ältere Konfliktlinien zurück. In Belgien auf die lange
kulturelle und ökonomische Vorherrschaft der frankophonen Wallonen im Industriezeitalter. Das haben die Flamen nicht gut gefunden, dass sie da die zweite Geige spielen sollten, und haben das bis heute nicht vergessen. Und in Italien kann man im Grunde nur von einem generellen Elitenversagen sprechen, was übrigens häufig die Ursache für den Aufschwung populistischer oder rechtspopulistischer Bewegungen ist. Die Eliten versagen, und dann kommt sozusagen der Gegenstoß. Also, Sie wissen, dass Italien tief gespalten ist zwischen Norditalien, etwa bis zur Linie Rom, und dann Süditalien, und dass Süditalien im Grunde ein Entwicklungsland ist und auch geblieben ist, trotz hoher Transferzahlungen aus den norditalienischen Provinzen und Landesteilen. Trotz dieses Geldes, was vermittelt über Rom, den Zentralstaat, in den Süden geflossen ist, herrscht dort nach wie vor ein endemischer Klientelismus, also im Grunde Korruption, Vetternwirtschaft und bekanntlich die organisierte Kriminalität. Diese Phänomene sind keineswegs überwunden, und es herrscht eine übergroße Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit. Auch nach über 50 Jahren, nachdem sozusagen dieser Entwicklungsplan für die südlichen Landesteile aufgestellt worden war, ist es zu keiner Angleichung der Lebensverhältnisse gekommen. Nun sagt die Lega Nord mit einer gewissen Berechtigung, muss man vielleicht auch sagen, wir braven, strebsamen, erfolgreichen Norditaliener, mit die wir uns krumm legen, zahlen Steuern, damit diese süditalienischen Faulsäcke sozusagen auf unsere Kosten durchgefüttert werden. Denn offenbar, und jetzt kommt so eine Art inneritalienischer Rassismus ins Spiel, muss das ja wohl ein besonderer Menschenschlag sein, denn sonst hätten sie ja innerhalb von 50 Jahren etwas aus sich machen können. Sie sind ja unterstützt worden, es sind ja Projekte da gewesen und initiiert worden. Also letztlich ist das eine andere Rasse. Und da kommt dann also auch so eine Art, man muss es wohl schon Rassismus nennen, der Lega Nord ins Spiel, die besagt, wir sind gar nicht die Abkömmlinge der Römer, sondern wir sind Kelten. Also, horch, horch, schon etwas nördlicher, schon etwas germanischer. Ja? Also schon etwas mehr der Edelmensch. So, dieser Keltenkult hat ein bisschen nachgelassen, aber Sie sehen, wie tief auch in den Diskursen, in den Ideologien diese Spaltung geht, die da besagt, wir haben euch geholfen, euch Süditalienern, und ihr habt nichts draus gemacht. Ihr seid die Faulsäcke geblieben, die wir halt immer schon gekannt haben. Und haltet nur die Hand auf, um immer mehr Zuwendung, immer mehr Unterstützung, Sozialleistungen und so weiter zu erhalten. Und Umberto Bossi, der ehemalige Chef dieser Lega Nord, hat ja das Wort von Rom-Diebin oder die Diebin Rom geprägt, Roma Ladrona. Das besagt, Rom, die Hauptstadt, klaut uns unser sauer verdientes Geld und gibt es dann an die Falschen. Und damit sind wir nicht einverstanden. Und das gleiche Phänomen finden Sie in vielen anderen Ländern, das nennt man auch Wohlstandschauvinismus. Es sind gerade etwas besser gestellte Menschen, erfolgreiche Menschen, die in Arbeit und Brot stehen, die aber sozusagen eine Aversion gegen die sogenannten Sozialstaatsschmarotzer entwickeln und sagen, warum sollen wir die eigentlich mit durchfüttern? Sollen die doch arbeiten gehen? Ja? Aber darauf komme ich noch. So, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass diese sehr radikalen, rechtsradikalen, nicht rechtsextremen, sondern eher rechtsradikalen, das ist so eine Unterscheidung in der Sozialwissenschaft, diese Bewegung wie Flams Belang oder Lega Nord immer mehr ins Hintertreffen geraten sind. Und auch die rechtsextremen Parteien, also dezidierte
entweder Faschisten oder eben anderweitig rechtsextrem wie die NPD oder in Großbritannien BNP oder solche Parteien, British National Party, dass die ins Hintertreffen geraten sind. Die sind völlig marginalisiert zugunsten neuerer Bewegungen, die sehr viel verträglicher auftreten. Nehmen wir das Beispiel der jungen Flamenpartei, Neue Flämische Allianz, die ist als Konkurrenz der Lega Nord, Entschuldigung, des Flams Belang aufgetreten, versteht sich auch als flämisch und hat im Gegensatz zum Flams Belang mit seinem Rassismus, mit seiner Ausländerfeindlichkeit und so weiter 28% in Flandern auf Anhieb erzielt und man höre 17% in ganz Belgien, obwohl es eine Flamenpartei ist. 17% in ganz Belgien. Während der Flams Belang auf 7, etwas abgesunken ist, das variiert ja immer so. Und nun zitiere ich ihn kurz aus diesem Manifest der Flämischen Allianz. Da steht, ich zitiere, Flämisch sein ist für uns keine Frage des ethnischen Ursprungs, was der Flams Belang behauptet und was Rechtsextreme behaupten, sondern, Zitat weiter, sondern der aktiven Teilnahme am flämischen Zusammenleben und der Akzeptanz der flämischen öffentlichen Kultur. Diese neue Allianz tritt also für das ein, was sie einen inklusiven Nationalismus nennt oder hält, nicht diesen exkludierenden Nationalismus, Ausländer raus, Juden raus, alles, was uns nicht passt, jetzt die Muslims raus, Muslime raus. Nein, ein inklusiver Nationalismus, gleichwohl aber ein Nationalismus. Denn der Neoliberalismus wird genauso abgelehnt, wie Rechtspopulisten in anderen Ländern das auch tun. Das ist die Gemeinsamkeit. Die gemeinsame Stoßrichtung geht gegen den Neoliberalismus. Diese neue flämische Allianz tritt zum Beispiel für einen solidarischen Sozialliberalismus auf und vertritt soziokulturell eine Mischung von konservativen Gemeinschaftsethos und liberalen Zielen, zum Beispiel Verteidigung der Homo-Ehe, sagen Sie das mal AfD-Vertretern, Verteidigung der Homo-Ehe und Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare. Das ist für die überhaupt kein Thema, da sind sie dafür. Gleichzeitig aber diese Art inkludierender Nationalismus, der als moderate Mischform, wie die Wahlerfolge zeigen, viel zukunftsfähiger und zukunftsträchtiger ist als der fremdenfeindliche Ethnonationalismus eines Flams Belang oder einer Lega Nord. Nun gibt es aber auch, wie ich vorhin bemerkt habe, einen anderen Typus, der eine andere Geschichte hat, der auch aus anderen Parteien hervorgegangen ist, den man den nationalliberalen Typus nennen könnte. Dazu kann man zählen, Dänische Volkspartei, Niederländische, schon die Pim-Fortuyn-Bewegung, also LPF, ist vielleicht nicht mehr so ganz in Erinnerung, weil Pim-Fortuyn ja ermordet worden ist und dann ging es sofort schlagartig bergab mit seiner Partei. Aber der Nachfolgeorganisation, also der Partei für die Freiheit unter Geert Wilders. Was ist nun der Unterschied zwischen dem ethnonationalistischen Block oder Fraktion, wie ich sie eben angesprochen habe, und diesen nationalliberalen Typen? Es ist vor allem Folgendes. Erstens fehlt der gesamte soziokulturelle Autoritarismus. Wie ich eben schon gezeigt habe, hier anhand der Flämischen Allianz, der neuen Flämischen Allianz, sind die sehr aufgeschlossen für bestimmte soziokulturelle Themen, die traditionell von Rechten stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Also es fehlt dieser soziokulturelle Autoritarismus und
Es fehlt Nationalismus. Und das will ich Ihnen kurz begründen. Vor allem bei den niederländischen Parteien, also lassen wir mal die Pim Fortuyn-Partei, die ist ja tot, aber der PVV, also der Wilders-Partei, fehlt auch der Nationalismus. Das ist kein Nationalist, sondern er ist in einer anderen Weise ein Rechter. Und das möchte ich Ihnen jetzt begründen. Der ethnonationalistische Typus schließt, wie ich eben schon sagte, Minderheiten nach ethnischen Kriterien aus. Zum Beispiel die Roma in Ungarn. Das ist eine andere Ethnie, anderes Blut, andere Hautfarbe, gehören nicht zu uns. Der nationalliberale Typus schließt nach kulturellen Kriterien aus. Zum Beispiel Muslime. Wilders ist einer der vehementesten islamophoben Politiker in Westeuropa, der am liebsten die Muslime alle sofort wieder aus Europa raus expedieren möchte. Nun sind bei solchen idealtypischen Unterscheidungen, also ethnonationalistisch und nationalliberal, das sind ja Idealtypen, sozusagen reine Typen. In der Realität schließen sich Überlappungen zwischen den beiden nicht aus. Das heißt, in der Realität vermischen sich kulturelle Exklusion, die gehören nicht zu uns, weil sie Islamisten sind oder weil sie dem Islam angehören oder weil sie aus dem Vorderen Orient kommen oder was auch immer oder weil sie Roma sind, schließt also Überlappungen zwischen dieser ethnischen Stigmatisierung und der kulturellen Exklusion keineswegs aus. Das ist heute eine sehr schwierige Gemengelage, wo man also genau hingucken muss, warum werden Menschen ausgeschlossen? Tatsächlich nur aus kulturellen Gründen oder nicht auch? Ist der Kulturalismus nicht auch eine neue Form von Rassismus? Denn es ist ja offenkundig, zum Beispiel in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien, wo auch immer, dass Anhänger oder Mitglieder eines anderen kulturellen Herkunftshorizonts, Muslime beispielsweise, auch anders aussehen. Sie sind dunkler, dunkelhäutiger und so weiter. Also da haben Sie sofort sozusagen die Verbindung auch zu biologischen Ausschlusskriterien. Nun gibt es auch bei dem nationalliberalen Typus einen Untertypus, könnte man sagen, den ich libertär nennen würde. Diese libertäre Richtung ist in Europa nicht so sehr verbreitet und nicht sehr bekannt, aber in den USA doch sehr, sehr verbreitet. Sie beruht auf folgenden Gedanken. Wir sind freie Bürger. Wir definieren uns als freie Bürger. Und zunehmend bevormundet uns der Staat, bevormunden uns Eliten, sozusagen die Medien und so weiter und versuchen uns in eine bestimmte Richtung zu bringen. Elitenkritik und Anti-Establishment-Protest sind nur sekundäre Merkmale eines primär antistaatlichen Protests. Der Staat ist der Bösewicht sozusagen, weil er nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg als nach diesem Welfare-Konsensus, also dem Wohlfahrtsstaat, der Etablierung von Wohlfahrtsstaaten oder Sozialstaaten, als Agentur zur Allokation von Steuermitteln fungiert. Das ist zunächst mal richtig. Der Staat sammelt Steuern ein und alloziert sie dann oder verteilt sie dann je nach politischer Couleur an diejenigen, von denen er meint, dass sie diese Mittel brauchen oder dass damit auch andere Dinge gefördert werden können. Eine rechte Regierung würde eher das Militär fördern oder
weiß ich, Steuererleichterungen anstreben. Eine eher linke Regierung wird eher in Schulen, Krankenhäuser oder in die Erhöhung von Sozialhilfesätzen investieren. Populisten dieses libertären Typus sind strikt dagegen und am liebsten würden sie überhaupt keine Steuern erheben. Also in der Tea Party-Bewegung, die Ihnen ja vielleicht ein Begriff ist in den USA, gibt es eine solche Strömung, die also sagt, keine Sozialhilfe, keine Armenunterstützung, die Armen sollen arbeiten gehen oder sie können ja zu den Kirchen gehen. Die haben ja immer ein offenes Herz, aber nicht vom Staat alimentiert werden. Der Staat soll sozusagen wieder zurückgeschrumpft werden auf einen Minimalstaat oder, wie man das im 19. Jahrhundert genannt hat, einen Nachtwächterstaat. Der ist nur noch zuständig fürs Militär, für die Polizei und alles andere ist dem freien Spiel der Bürger überlassen, die dann natürlich sehen, wo sie bleiben. Die müssen sich selbst durchkämpfen. Ich komme jetzt in einem nächsten größeren Kapitel zu den Gründen für den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegung. Ich glaube, man kann diese Gründe gewichten und sortieren, vielleicht auch zeitlich sortieren. Und ich habe das versucht, indem ich eine Makroebene, eine mittlere oder Mesoebene und eine mikrostrukturelle Ebene unterscheide. Und beginne jetzt erstmal mit der makrostrukturellen Ebene. Was sind die großen Hintergründe und Ursachen für die Entwicklung und den Erfolg von Rechtspopulismus? Sie liegen vor allem in dem, was man Megatrend nennt oder die großen Entwicklungsländer unserer Gesellschaften. Stichwort Postindustrialisierung. Wir leben eben nicht mehr im Industriezeitalter. Viele Industrieregionen, vor allem der Schwerindustrie, sind sozusagen abgewickelt worden mit hohen sozialen Kosten, hoher Arbeitslosigkeit. Also Postindustrialisierung, in dessen Folge dann die Tertianisierung kam, also der Aufstieg des dritten Sektors. Und das ist nun spannend. Also man unterscheidet ja in der Ökonomie und der Soziologie zwischen drei Sektoren, dem staatlichen Sektor, dem privaten Sektor und dem dritten Sektor, der tertiäre Sektor. Und das ist der Sektor der Angestellten. Interessant ist nun, dass Rechtspopulisten im dritten Sektor vor allem bei den freien Berufen punkten. Also es sind ursprünglich kleine Ladenbesitzer, Handwerker, so diese Gruppe. Ganz früher waren es auch Bauern, aber das ist nun schon wirklich sehr lange her. Es sind also immer diese freien Berufe. Heute sind es häufig Steuerberater, Immobilienmakler, IT-Spezialisten, Leute mit einer kleinen Firma, aber auch Zahnärzte oder sowas. Also Leute, die durchaus gut verdienen, die sich trotzdem also diesen Bewegungen anschließen in entsprechenden Proportionen, weil sie eben davon ausgehen, dass der Sozialstaat überbordet, dass die Sozialdemokratisierung sozusagen die gesamte Gesellschaft erfasst hat und sie also mehr wieder Steuerbefreiung und mehr Rückzug des Staates fordern. Das sind also die Megatrends, die Postindustrialisierung, die Tertiarisierung und natürlich auch im Zusammenhang damit die Entideologisierung, die ich schon angesprochen habe. Es gibt nicht mehr diese großen, umfassenden Welterklärungsformeln wie beispielsweise noch den Kommunismus. In philosophischer Hinsicht, um einen weiteren Aspekt, einen weiteren Megatrend oder makrostrukturelles Element zu benennen, ist die Postmoderne zu nennen, die seit den 70er Jahren ja aufkam und
ja, sozusagen Kritik an der Moderne übte, an der, man kann es vielleicht etwas lapidar formulieren, an der Großmannssucht der Moderne, immer mehr, immer größer, immer schneller, verbunden mit einer technokratischen Sicht auf die Realität, also mehr Autos, mehr Autobahnen, höhere Gebäude und so weiter. Dagegen hat ja die Postmoderne oder haben postmoderne Philosophen, Theoretiker sich gewandt mit unterschiedlichen Akzenten und auch Populisten sind gegen diese Aspekte, die ich mal die technokratischen Aspekte der Moderne nennen möchte. Die Technokratenschelte ist sehr verbreitet in populistischen Kreisen, aber auch die Beamtenschelte. Logischerweise, weil Beamte ja sozusagen Agenten des Staates sind. Und es ist vor allem eben der freie Sektor, der sich sozusagen antistaatlich versteht und auch entsprechend organisiert. Die zweite Generation von Rechtspopulisten, die etwa so in den 1990er Jahren begann, die erste begann, wie ich ja schon sagte, in den 1970er Jahren und war eigentlich noch fast rechtsextrem. Diese zweite Generation hat aber sozusagen schon diesen Liberalisierungsschub, der ja auch in den 70er Jahren einsetzte mit der Studentenbewegung, 68er Bewegung und so weiter, und gegen den sich die älteren Rechtsextremen und auch Rechtspopulisten gewandt haben. Diese jüngere Generation hat diesen Individualisierungsschub schon sozusagen verarbeitet und aufgenommen und beruft sich unter anderem auch auf sehr anti-autoritäre oder anti-paternalistische Momente, sich nicht bevormunden lassen. Bevormundung ist ein großes Schlagwort von Populisten und sie machen alle möglichen Bösewichter, den Staat, die etablierten Religionen, vor allem aber die Medien, dafür verantwortlich, dass sie angeblich eben bevormundet würden. Ich möchte Ihnen nur kurz, damit Sie sich eine Vorstellung machen, was diese zweite Generation an liberalen Elementen enthält, noch mal kurz einige Aspekte aus dieser niederländischen PVV, also der Wilders-Partei, nennen, die so sehr anti-islamistisch auftritt. In sozioökonomischer Hinsicht vertritt Wilders eine eher linke Position, das heißt eine sozialstaatliche Linie. Er hat früher mal anders gedacht, sich davon dann aber abgewandt. Allerdings nur für die Niederländer, nur für die autochthone Bevölkerung. Da kommt wieder sozusagen das exkludierende Moment rein. Auf soziokultureller Ebene eine sehr interessante, man möchte fast sagen, linksliberale Position, nämlich Recht auf Abtreibung, aktive Sterbehilfe, Embryonenselektion, Verteidigung feministischer und homosexueller Emanzipationsbestrebungen. Und warum lehnt Wilders nun die Massenimmigration ab? Tja, sagt er, wenn wir diese muslimischen Hinterwäldler oder diese Afrikaner aus unterentwickelten Gebieten nach Europa lassen würden, würde das eine Bedrohung für Juden und für Homosexuelle darstellen. Und ich zitiere wörtlich, damit Sie auch so ein bisschen das Flair dieser Sprache genießen können, und sagt er, das würde Jahrzehnte der Frauenemanzipation durchs WC spülen. Ja, ganz plastisch formuliert. So, ich war bei dieser makrostrukturellen Ebene und komme jetzt zur mittleren oder Meso-Ebene. Hier sind vor allem drei Elemente zu nennen, die höchst bedeutsam
sind und nicht unterschätzt werden dürfen, die Krise der politischen Partizipation und das institutionelle Demokratiedefizit, zuzüglich natürlich auch zur Erosion der nationalen Staatlichkeit durch die EU beispielsweise. Ich habe leider nicht genug Zeit, wie ich festgestellt habe, detaillierter auf das Problem institutionelles Demokratiedefizit einzugehen und Krise der Partizipation. Wenn Sie möchten, können wir da in der Diskussion darauf eingehen. Aber ganz kurz und knapp formuliert geht es um Folgendes. Moderne Demokratien sind im Prinzip seit der Französischen Revolution mehr oder weniger Mischformen gewesen aus Liberalismus und Demokratie. Der Liberalismus kämpft für die Rechte des Einzelnen gegen den Staat, für die Freiheit des Einzelnen und seinen Besitz gegen den Staat. Demokratie vertritt das Prinzip der Volkssouveränität. Und genau dieses Prinzip der Volkssouveränität ist heute unter Druck. Davon redet man gar nicht mehr so gern, weil man sagt, mein Gott, muss das Volk denn souverän sein? Diese Menschen, wenn wir die nun wirklich souverän handeln ließen, wenn wir Plebiszite durchführen würden, würden die doch nur ihren Emotionen nachgeben, würden irrational handeln, letztlich würden sie vielleicht auch einen neuen Hitler hochkommen lassen, so wie es ja in der Weimarer Republik geschehen ist. So, und dagegen verwahren sich nun die Eliten, wie ich sie mal nennen würde, die immer liberaler und immer weniger demokratisch werden. Sie sagen nämlich, ja, wir müssen ein Bollwerk schaffen gegen die anbrandenden Stimmen von Populisten, die auf Plebiszite setzen, die auf aktive Bürgerbefragung setzen und damit die Souveränität des Volkes wieder stärken wollen. So, diese Synthese zwischen Liberalismus und Demokratie, zusammengefasst auch unter dem Begriff der liberalen Demokratie, auf dieser Synthese beruht die politische Stabilität westlicher Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dieses Verhältnis unterschiedlicher Komponenten muss in einem Gleichgewicht stehen. Wenn sich eine Komponente verselbstständigt, zum Beispiel der Liberalismus, der da sagt, wir müssen ein Bollwerk errichten gegen die irrationalen Massen, die nur ihren Emotionen folgen. Wenn also das ein Ungleichgewicht entsteht, kommt es natürlich auf der anderen Seite zu Erscheinungen wie populistische Bestrebungen oder Parteien. So, ich komme jetzt zur letzten Ebene, der mikrostrukturellen Ebene, also sozusagen der Klein-Klein-Ebene. Aber so klein-klein ist sie gar nicht, weil sie schon etwas besagt über den politischen Mechanismus unserer Gesellschaften. Nämlich auf dieser Ebene ist eine Hegemoniekrise, das heißt die Krise einer lange vorherrschenden Partei oder Parteienkonstellation, eine sehr günstige Voraussetzung für die Entstehung und das Anwachsen rechtspopulistischer Parteien. Nehmen wir ein paar Beispiele. Der jahrzehntelange Niedergang der Hegemonie der italienischen Christdemokraten, die ununterbrochen von 1948 bis 1998 geherrscht haben, in Koalitionen zwar, aber letztlich waren sie die hegemoniale Kraft, also die so lange geherrscht haben, ist zusammengebrochen in den 90er Jahren. Korreliert mit dem Aufstieg der Lega Nord, die just in den 90er Jahren entstand und dann sehr erfolgreich wurde. Weil sie gesagt hat, ja, also das geht nicht, dass sozusagen gar keine Opposition mehr da ist. Wir müssen auch
die Hegemonie solcher Einheitsparteien brechen. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, die lange Vorherrschaft der SPD in Hamburg, ich glaube über Jahrzehnte, korrelierte mit der Blüte, der kurzen Blüte allerdings, der Partei Rechtsstaatliche Offensive. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können, die sogenannte Schill-Partei, ja? Also um einen Mann namens Schill. Gucken wir kurz auf die skandinavischen Länder. Der Aufstieg von Rechtspopulisten, vor allem in Norwegen und Dänemark, Schweden ist ja erst seit der Immigration, sind die Schwedendemokraten so stark geworden, seit der Immigrationskrise meine ich. Also in Norwegen und Dänemark gab es jahrzehntelang sozusagen eine sozialdemokratische Hegemonie. Das waren sozusagen, man konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass diese Länder sozialdemokratisch reagiert wurden. Und das wurde eben dann in Frage gestellt. Ein letzter Blick auf Österreich, wo wir ja auch seit vielen Jahren sozusagen eine ewige große Koalition gehabt haben zwischen ÖVP und FPÖ, Entschuldigung, zwischen SPÖ, also den Sozialdemokraten. Große Koalitionen, und das sollten wir vielleicht sehr aufmerksam auch mit Blick auf Deutschland verfolgen, weil sich ja schon die nächste große Koalition wieder abzeichnet bei uns, sind Gift für die Demokratie. Und sie bestärken geradezu rechtspopulistischen Widerstand dagegen, die dann argumentieren, diese Rechtspopulisten, es gibt ja gar keine Alternative mehr. Das ist eine Einheitspartei geworden mit einem kleinen Flügelchen, einem rechten und einem linkeren Flügel, aber letztlich ist es ein Kartell. Da kommt ja dann auch die These der Kartellparteien, die übrigens aus der Politikwissenschaft stammt und nicht unbedingt von Rechtspopulisten. Also Sie sehen, wie die Krise einer hegemonialen Situation, wo über Jahrzehnte lang ununterbrochen eine Partei oder Parteienkonstellation geherrscht hat, befördert rechtspopulistischen Widerstand. Rechtspopulisten positionieren sich in solchen Krisen als dritte unverbrauchte Kraft von homines novi, also von den neuen Männern, wie es im alten Rom hieß, die vorgeben, vor allem in moralischer Hinsicht, von den korrupten, verfilzten, intransparenten Eliten sich zu unterscheiden und es besser zu machen. Symptomatisch ist in dieser Hinsicht die erfolgreiche italienische Fünf-Sterne-Bewegung, also diese um den Beppe Grillo, wobei in der Presse interessanterweise immer gesagt wird, der Komiker Beppe Grillo, der ist vom Beruf Comedian, also Komiker. Aber das ist ja nichts Ehrenrühriges, oder sehe ich das falsch? Normalerweise sagt man nicht, also der Gerhard Schröder, der Jurist Schröder oder Merkel, die Chemikerin Schröder, aber bei Grillo sagt man sofort abwertend, der Mann kann ja nicht ernst zu nehmen sein. Das ist ja ein Komiker. Was will denn so einer in der Politik? Ja? So, diese Bewegung hat aus sehr unterschiedlichen Lagern sozusagen gefischt. Aus einem konservativen Lager, aus dem linken Spektrum. Vieles, was diese Grillini oder diese Bewegung, Fünf-Sterne-Bewegung, die ja eine Partei ist, und zwar die zweitstärkste in Italien, ja, nicht eine kleine marginale Minderheit, hat auch aus einem Arsenal gefischt, was in Deutschland eher grün bezeichnet werden würde. Also sie sind für Umwelt, für bessere Infrastrukturen, für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, für ein garantiertes Mindesteinkommen, für eine elektronische Demokratie und Ähnliches. Dennoch sind sie keine linke Bewegung, wie auch die Grünen ja eigentlich nie eine linke Bewegung gewesen sind. Der zu autoritären Entscheidungen neigende Komiker Beppe Grillo hat sich auf europäischer Ebene
wem angeschlossen? Nun, vielleicht wissen Sie es, ich sage es Ihnen schnell, weil die Zeit auch drängt, der britischen UKIP, also dieser rechtspopulistischen Partei, die aber nicht rechtsextrem ist. Dafür gibt es ja wieder die BNP, die British National Party. Also das ist diese Farage-Partei, die unter anderem ja auch sehr stark sich für den Brexit eingesetzt hat. Also Sie sehen, die da gibt es eine andere Familie, sozusagen Fünf-Sterne-Bewegung, UKIP, Schweizer SVP und so weiter, sind doch in vielen programmatischen Teilen sehr anders gestrickt als die FPÖ, Vlaams Belang oder andere. Aber man mache sich die Sache zu leicht. Man machte sich die Sache zu leicht, wenn man immer nur die AfD, die extrem konservativ ist, vor allem in soziokultureller Hinsicht extrem konservativ ist, wenn man die sozusagen als Folie oder als Matrix nehmen würde. Schauen Sie eine andere Partei, die lange im Geschäft ist, mit außerordentlich viel Erfolg, den Front National in Frankreich. Die ist aus dem Rechtsextremismus hervorgegangen, dann hat man in den 80er Jahren, und zwar Politikwissenschaftler haben das gesagt, naja, rechtsextrem kann man die eigentlich nicht mehr nennen, die sind ja nicht so richtig faschistisch, die haben keine Schlägertrupps und so weiter. Nennen wir sie mal nationalpopulistisch. Und da haben die Anhänger des Front National begeistert in die Hände geklatscht und gesagt, wunderbar, dass ihr uns jetzt so aufwertet. Ja, wir sind nationalpopulistisch. Und seitdem nennen sie sich nationalpopulistisch. Und die neue Vorsitzende, Marine Le Pen, legt es ja bewusst darauf an, ihre Partei zu entdämonisieren, zu entdiabolisieren und sie als eine ganz normale Partei erscheinen zu lassen. Und interessanterweise in soziokultureller Hinsicht ist sie weit weniger konservativ als beispielsweise die AfD. Marine Le Pen geht auf Juden zu, sie geht auf Homosexuelle zu, sie geht auf diese, wie sagt man, es gibt so eine Siegel, Abkürzung, LGBT, also Lesbier, Gay, Bisexuelle und Transgender. Das in einer rechtsextremen Partei ist ja doch zumindest ein Gedankenwert, dass man mal denkt, was passiert da eigentlich? Wie verändern die sich? Wir haben immer noch sozusagen das Bild des Nationalsozialismus oder des italienischen Faschismus als Hintergrundfolie im Kopf. Und es zeigt sich, dass viele dieser Parteien die Lektion der neuen Zeit doch sehr gut gelernt haben, aber eben gezielt auf Ängste ansprechen, die mit der Deregulierung, dem Neoliberalismus und der Globalisierung gekommen sind. Das heißt vor allem Statusängste. Und es sind nicht unbedingt Arbeitslose, sondern vielfach sind es Menschen auch in den mittleren sozialen Lagen, die Angst vor Statusverlust haben. Es geht ihnen noch gut, aber sie fragen sich, wird es in einem Jahr noch so sein? Werde ich dann die Raten für mein Haus noch zahlen können? Das sind sozusagen auch Ängste, die die Menschen bewegen. So, ich komme zum Schluss und zum Ende und habe kein sehr elegantes Schlusswort, aber vielleicht folgenden Gedanken möchte ich noch in die Debatte werfen. Ausgehend von den Niederlanden ist seit den 1990er Jahren eine zweite Generation, eine neuere Generation von Rechtspopulisten auf den Plan getreten, die den Individualisierungsschub seit der letzten 40 Jahre etwa nicht bekämpft, nicht negiert, sondern ihn sich zunutze macht. Hier zeichnet sich etwas Neues ab, das in der alten Rechten an dem Paradigma Rechtsradikalismus mit den Merkmalen Nationalismus, Autoritarismus, Antisemitismus nicht mehr erfasst werden kann.
Wilders ist kein Antisemit, sondern Israel-Freund. Der ist permanent in Israel und auch großer Freund der Neokonservativen in den USA, die ja auch sehr Israel-freundlich, vor allem, sagen wir es korrekt, Netanjahu-freundlich sind. Also, die alten Paradigmen, die noch bei der NPD vielleicht in den Köpfen der Leute vorherrschen, das Judentum, die Arier und so weiter, das ist Schnee von gestern. Rechtspopulisten der zweiten Generation denken anders und sie mobilisieren anders. Und das, denke ich, sollte man mit beachten, weil da natürlich auch ein Erklärungsmoment liegt, warum sie relativ viel Erfolg haben. Während die rechtsextremen Parteien völlig marginalisiert und ganz mini und klein sind. Damit möchte ich dann etwas unvermittelt abschließen und stehe Ihnen gerne für Fragen oder andere Beiträge zur Verfügung. Dankeschön.